Hallo Leute, hier sind wieder MacFest 2051. Laruna im See. Davia, hi. Willkommen zurück zu Minecraft City 2 von Varuna, der nach dem Tod seiner letzten Folge erstmal ewig zurückgereist ist und dann sind wir jetzt noch sehr viele Blöcke weitermarschiert. Aber sowas von. Und haben dort vorne dann das Darkland-Biom gefunden und Mavia kann es gar nicht abwarten, dahin zu kommen. End of the Darklands. Ich hab's noch nicht gesehen, aber wir haben gesagt, wir müssen auch noch ein paar Zombies killen. Monster halt, das sind keine Zombies. Es gibt auch Zombies, aber das sind die ganz billigen. Und deshalb hole ich gerade mal hier noch ein bisschen Cobblestone. Ja, bringst du mir welchen mit? Ich brauche auch noch Waffen. Ich habe nichts. Meine Axt ist gleich kaputt. Ich habe hier sogar einen Block stehen. Aber vielleicht soll ich den einfach mitnehmen. Ein Hühnchen. Dark Chicken. Wie? Dark Chicken heißt es hier? Ich habe es jetzt so genannt. Baue ich hier Baum ab oder ist das ganz anders? Doch, Dark Oakland Woods. Ich sehe den Baum nicht, es ist zu dunkel. Seht ihr was? Ja, es geht. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen von dem Holz für die Kisten. Ja, ich habe einen Zeppling. Super. Kisten bauen zu können, brauchen wir das hier, dieses Holz. Deswegen dann auch Zeppling, damit wir was haben. Aber den dürfen wir dann Gott sei Dank bei uns ganz normal anpflanzen. Ja. Und der wächst auch, also. Ja. Und wenn wir dann in irgendeiner Art und Weise weitermachen wollen, brauchen wir so ein spezielles Juwel, keine Ahnung wie es heißt, müsste ich nachgucken. Und dafür müssen wir Monster klatschen. Okay. Ich muss gleich mal den Hund beruhigen. Der geht gerade jetzt voll ab, wo die Folge offiziell begonnen hat. Ich habe keine Ahnung, gleich ob der noch zu hören ist. Telefon, wart's ab. Ah, bitte nicht. Was haben wir denn hier Weißes? Es geht mal nicht kaputt. Scheint eine Art Stein zu sein. So, ich habe euch noch ein paar Äxte gemacht. Bone Block. Knochenblöcke, okay. Brauchst du nicht, haben wir schon. Okay, für mich sind die Dinger neu. Oder so. Für mich sind die neu. Sechs. Scheiß Chicken, geh weg. Das gackert die ganze Zeit. Warum hat das Huhn gegackert? Damit ich es abschlachten kann. Moment, ich mach mal gerade die Tür zu. Die brauche ich auch nicht. Raw Meat. Naja. Ich habe noch irgendwie Flintworkblades. Maybe. Das hätte ich mir sagen sollen, bevor ich hier den Baum entblättert habe. Zwei habe ich. Ein halbes und ein ganzes. Aber ich habe ja zwei Saplings mittlerweile, dann sind die Blades auch nicht mehr so wichtig. So, was müssen wir denn jetzt hier noch machen? So, braucht noch jemand eine ganze Axt? Die gibt ja, am meisten Damage. Ja, bitte, meine ist zu. Ist aber auch schweinig langsam. Wie gesagt, jetzt müssen wir Monster klatschen. Oh, danke schön. Meine alte war ziemlich im Sack. Das ist weggeworfen? Ja, die alte natürlich, nicht die neue. Ja, kannst du doch zusammen craften, zwei schlechte. Das dürfen wir schon tun, cool. Ich habe aber jetzt nur die ganze von dir. Dann hole ich mir nachher nochmal. Egal, wo müssen wir denn jetzt hin hier? Jetzt sind wir in die Darklands und... Da drüben sind irgendwelche Dinger, die ziehen einen schwarzen Streif hinter sich her. Oh ja, da kommt was. Ein Seelenfresser oder wie auch immer die... Shadow Monster. Wie heißen die? Dementoren aus Harry Potter, genau. So sehen die Teile aus. Shadow Gem Shard habe ich gekriegt. Ja, genau. Davon brauchen wir 2-3 Dutzend mindestens. Eher wow, mehr. Wow, das tut weh ohne Ende. Ist schwer jetzt zu fangen und zu töten. Einen Facen und die anderen hauen drauf. Facen? Gesichten? Oh oh. Ich habe ganz schön viele hier. Ich bin gleich tot. Nein, bitte nicht schon wieder. Ich ziehe die Folge jetzt dreist durch, es ist mir egal. Da kommen sie. Dann rette mich. Ich versuch's. Creeper von hinten ist immer wieder spaßig. Rettet mich, ich hab GS gegessen, aber ich rege nicht. Ich regeneriere nicht.
jetzt machen sie mich über. Ich bin auch völlig unausgeglichen gegessen. Oh nein. Weg hier! Flucht! Mavia guckt einfach nur zu. Toll, geil. Ich hab mein Inventar ausgeräumt und jetzt mache ich es tot. Im Gegensatz zu euch. 5 Dark Gems. Wow, ich habe ein komplettes Dark Gem bekommen. Sehr geil. Damit können wir schon mal Fortschritt machen. Aber wenn wir mehrere Sachen bauen wollen, dann bräuchten wir noch ein bisschen mehr. Also. Es kommen Piranhas. Ich sehe gerade den ersten live. Er liegt auf meinem Boot. Ich glaube, ich sollte mal was Nahrhaftes essen. Wie wäre es mit etwas Unnahrhaftem? So, Kartoffel für mich. Die hat mir gezeigt, es gibt das Nahrungsmenü. Das sagt, ich sollte mal Weizenprodukte und Fleisch essen. So, irgendwie hänge ich jetzt hier unten den ganzen Shrubbery Mist fest. Ach, das ist so ein Mini. Shadow Creature in Mini. Vorsicht. Kann er dir den Bär in Gesicht gehauen? Also ich mag die Karte wirklich sehr, aber sie ist eindeutig zu groß. Hast du dich schon wieder verlaufen? Nein, es nimmt einfach zu viel Platz weg für mich. Ach so, die rechts oben meinst du? Ja. Ne, den habe ich. Ja, weil ich von der Seite mit drauf geboxt habe. Shadow Gang gekommen und noch 3 einzelne. Sehr schön. Ich habe nur ein bisschen Dark Oakland Woods. Gucken wir, dass wir jetzt die komplette Nacht hier sämtliche Monster, die wir Darkland-Monster, die wir hier finden, abschlachten. Ach, das alles Eukalyptus. Alles mit dem Wasser kriegen können und dann gehen wir zurück tagsüber. Bumm! Verona hat wieder... Der platzt wieder vor Freude. Dann haben wir nämlich das fürs Erste alles, was wir brauchen. Das ist doch gut, aber die Nacht ist vorbei, jetzt kommen normale Zombies. Oder man braucht nämlich, glaube ich, pro Kiste, die man bauen will, ein Gem, so bedöhnt. Also. Kann relativ schnell sehr teuer werden. Außer wir bauen Crates, aber. Ah, da ist schon die Sonne. Hat sich unser Abenteuer hier erledigt. Oh, da unten ist noch ein. Fuck, jetzt bin ich so kurz vorm Sterben. Huh. Shadow Fragment. Okay, jetzt habe ich zum ersten Mal Shadow Fragments gesammelt. In Fragmenten, die muss man nachher in eine pferdebetriebene Presse stecken, damit da dann vollständig die Juwelen bei rauskommen. Okay. Da kommen noch so ein paar Monster auf mich zu. Wo seid ihr? Ich bin alleine. Wir sind hier unten bei den Kühen. Keine Ahnung, wo Kühe sind. Da lässt sich doch verlaufen. Oh, dieses Mini-Vieh. Ein Bär. Bär. Ah. So. Also ich mag das neue Kampfsystem gar nicht. Jetzt muss man ja zielen, bevor man schlägt. Free Devil. Oh. Daneben. Daneben. Getroffen. Hier. So, hat jemand Holz? Mehr du? Ich hab Oakwood, ja. Dark also Oakwood. Darklands Oakwood. Ja genau, warte hier dann. Ich hab Shadow Fragments und Shadow Gem Shards. Ist das in Ordnung? Ja, das warte, dann teilen wir die auch noch ein bisschen auf. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Ja, Faden. Nee, Strings hab ich. Ich gebe gerne meine Shards und so ab. Ich brauche die ja, nicht. Ja, bitte. Ich nehme mal Mavia, weil der hat. Mavia. Ja. Im Inventar. Ja, oh, damit können wir noch mindestens ein weiteres Gem craften. Jetzt sind die. Ah, da ist so ein kleiner. Oh.
Spawnen jetzt noch welche oder tun sie das nicht mehr, jetzt wo es eigentlich wieder hell ist? Ich glaube, jetzt craften, da kommen sie nicht mehr. Poppy. Macht die? Das ist eine Poppy. Das ist eine, einfach nur eine Mondblume. Es ist jetzt aber tatsächlich relativ hell geworden. Auch die Landschaft wirkt lange nicht mehr so düster. Ich gehe mal noch ein bisschen Bäumchen abernten. Ja, bin ich schon dabei. Brauchen wir das Holz für irgendwas? Ja, sagte ich doch vorhin, für Kisten etc. Aber da brauchen wir auch nur eins. Also wir haben genug Holz. Wir brauchen jetzt hier keine weiteren Bäume zu holzen. Wir haben zwei Saplings, wir haben genug Holz. Wir können uns jetzt wieder auf den Weg zurück machen. Machen wir hier einen Cut und sehen uns dann wieder, wenn wir wieder zu Hause sind, würde ich behaupten. Ja, aber die Folge ist erst sehr kurz, glaube ich. Oder? Deshalb nur ein Cut. Bis ist ein Cut, später. Kein Schluss. Ja. Bye bye. Ah, ja, ich stehe auf dem Schlauch, schon wieder zu spät. Ah gut, dann Cut hier und wir sehen uns gleich. Auf nach Hause! So, auf zum Atem! Sollen wir uns einfach heimteleportieren oder nicht? Nix da, das wird hier... Nein, ich meine ernsthaft. Zwanghaft vollstreckt. Porten. Wir haben gesagt, hier wird nicht teleportiert, hier fährt man ganz normal heim. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. Wärst du mit uns mitgekommen? Spielen wir schon ein Let's Play, du machst eher ein Let's Cheat draus. Ja. Dann hätten wir es auch aufnehmen müssen. Die ganze Fahrt doch nicht, die ist doch ätzend langweilig. Ja eben, dann können wir es ja auch überspringen. Also wenn mir jetzt nicht gleich ein Varuna entgegenkommt auf dem Floß. Dann. Cheetah! Es werden mehr Piranhas. Ich glaube, jetzt hast du 4. Noch nicht so viel wie Varuna vorhin. Der hatte mindestens ein halbes Dutzend. 6 bis 8. Ja, da kommt ein Varuna geflogen. Hi. Och ja, Cheetah, fliegt der durch die Gegend. Ich hau dich gleich vom Floß. Hinter dir ist auch ein großer Piranha oder sowas. Ja, hey. Bin ich ja nochmal eine halbe Stunde beschäftigt, um ihn herzufahren. Das habe ich auf Band! Nee, egal. So, wir sind wieder zurück im Haus. Varuna hat sich total verlaufen. Er hat gecheatet, ist geflogen und hat es trotzdem nicht gefunden. Hey, das muss ich dir jetzt vorhalten. Ja, war halt so. Ich habe mir ein leckeres Hähnchen gebraten. So, upp. Ja, toll, Mevia. Mevia trötet mir eins. Wir haben die Hölzer alle irgendwo untergebracht. Bist du? Leder. Ah ja, das Leder, genau, das ist fertig. Tada! Brauchst aber noch ein bisschen mehr. Leather, rinse, repeat. Ja, das wird jetzt etwas ätzend. Ach so, das geht ja gar nicht so. Das heißt, ich muss wieder Leder machen. Ach, das heißt, ich muss wieder irgendwelche Tierhäute salzen und wässern. Genau. 5 von den Kühen im Inventar. 5 von den Kühen? Ja. Was für Kühe? Habt ihr 5 Leder ins Inventar geschmissen? Ach so. So, was mache ich denn jetzt? Was machen wir denn mit dem Holzzeug jetzt? Ei, aus dem Holz kann man sich die Truhe craften. Truhe. Ja, Storage richtig. Upgrade. Richtige. Ich finde ja, kein Leder im Inventar. Hat Mavia das vielleicht mitgenommen? Ah, da! Ja. Kuhpelz. Okay, dann muss ich glaube ich sogar noch irgendwie verarbeiten. Dann mache ich das mal. So, richtig voll heute Abend. Ja, geht ordentlich ab. Da genau mit diesem Häutungswerkzeug war doch was. Zu lange her. Verdammt, ich habe keinen Häuter mehr. Hat jemand von euch noch so ein Häutungswerkzeug übrig? Warum? Da oben liegen welche. Nee, ja genau, die habe ich da oben reingelegt. Gucken, ob das so geht. Ja. Oh, saugeil. Da kommen 4 Leder pro Kuh raus. Das ist mächtig. Ich
mache hier mal dieses Dark. Ein bisschen irgendwas wird klein. irgendwas wird schon sein. Ja, ich weiß nicht, ob wir das als Holz oder als Planken brauchen, aber. Salz. Planks. Salz hatten wir auch. Ja. Irgendwo. Da. Unter den Knochen, genau. Dann brauche ich noch so normale Kisten. Beinchen und Holz. Ah, das alles immer ins Inventar dahin hopst, wo es nicht hin soll. Nur die Augen aufsperren. Dann. Nein, das ist immer die Taskleiste, sag ich mal, zulegt. Das nervt. Das alles, was wir an ein Eichen haben? Okay. Salzenes Leder, das muss ich glaube ich auch schon trocknen, oder? Ja. Ach so, nee. So. Was habt ihr denn am, wo seid ihr denn am Bauen? Bin gerade und ja. Ein paar Kisten. Ihr macht Kisten, richtige Kisten? Das mach erstmal eine. Nein, keine richtigen Kisten. So Sonderkisten. Mach erstmal eine einzige bitte und guck, wie die ist. Und dann können wir entscheiden, ob wir da groß austauschen oder ob wir noch weiter warten, bis wir zu Fässern kommen. Nicht überstürzen. Nicht überstürzen. Okay. Schauen wir das mal an. Bei mir wird das Leder einfach getrocknet. Sieht gut aus. Halt auch noch eine Level 1 Kiste. Oh Gott. Ja. Sie hat 9 Plätze, aber wenigstens 9 Minecraft-Plätze. Ich kann Sachen reinmachen. So geil. Jetzt guck mal, wie das Rezept ist für die Mark II Kiste. Aha, will ich das sehen? Auch Bugs. Doch, wir können. Du hast doch Bugs gemacht. Hol mal Bugs, eine Kiste. Wo denn? Ich finde überhaupt gar kein Rezept für die zweite Kiste. Die grüne. Ah, vielleicht muss ich im Nike gucken. Jai. Statt im. Da brauchen wir nämlich diesen Mahlstein, glaube ich. Bei mir steht nur Unfamiliar Item. Ja, musst warten und dann kommt noch ein anderes Rezept. Any Barkwood. Ja. Immer wichtig gucken auf das Accept Any und das ist dann das, was du brauchst. Das klingt ja. Oh, der fängt schon wieder an mit Sterben. Hab ich echt irgendwo noch Barks hingemacht? Ja. Ne, die hat, glaube ich. Toll, 5 Slots mehr. 12, 14, ja. Kaputt. Leder ist gerade fertig geworden, sehr schön. Dann ist die Frage, ob sich das jetzt lohnt. Auf jeden Fall kriegst du die Sachen leichter rein und raus als bei den anderen. Also für ich jedenfalls. Natürlich jeweils eure Meinung noch gefragt und gefordert. Naja. Ich finde die dritte Tierblase gar nicht mehr. Ist die noch auf dem Tisch? Verdammt. Barrels? Yep. Barrels of Wages. Oder so ähnlich. Stell sie gleich hin. Muss sie erstmal füllen mit Wasser. Achso, die Barrels. Wasserbarrels. So, ich muss jetzt wieder Leder machen, das nervt. Wir halten 8 Eimer Wasser. Fässer. Nicht schlecht. Die Zombies nerven wieder. Okay, wir müssen jetzt das Indianerzeug machen. Was ist denn das Indianerzeug? Ein Tipi und sowas. Out of the weather, need a place to sleep at home, craft a Tipi. Shake, rattle and roll. Craft a rattle, flute. Grum needed for the coming ceremonies. Die Flöte haben wir ja schon. Ja, die habe ich ja doch mal gemacht beim letzten Mal. Das sieht nicht gesund aus. Was ist mit dir kaputt gewesen, Mavia? Warum hat der jetzt hier schon wieder angefangen, irgendwelchen Blödsinn zu machen? Er hat Mavia vereist.
Wer denn? Shadow war gerade hier. Ach, deswegen war Mavia so seltsam. Guck hier. Genau, und ich habe jetzt wahrscheinlich auch wieder Eis dran. Nö. Aber Mavia hat plötzlich Eis gehabt. Ja, der kam ein wenig entweder vereist oder wasserüberzogen hier herein. So, was tun wir jetzt? Musik mit den Fässern machen. Huhu! Ey, wie wär's denn erstmal mit aus dem Leder ein Bett craften? Das Tipi zum Beispiel. Ich versuche ja gerade weiteres Leder herzustellen. Wir brauchen noch mehr Solzmuster. Könnt ihr mir mal noch so ein paar Trocknungsteile bauen? Können wir, ja. Dry Racks, oder wie die heißen? Ja. Drying Racks. Achso, warum gehe ich eigentlich immer mit dem Wasser unten holen? Wir haben hier jetzt Wasser hier. Ich habe auch gut dabei. Ich persönlich habe mich ja immer unten ans an den Fluss gestellt und das Ganze dann in meinem Inventar gecraftet, statt hoch zu rennen, aber das ist scheinbar ein bisschen zu fortgeschritten. Da hat irgendjemand was ins Eck geschmissen. Ground Resin. Brauche ich doch das Resin. So, ich häng mir noch ein paar Fälle auf. Achso, ne, warte. Ich hab noch 4 Drying Racks. Dann hängen sie bitte beim Feuer drüben auf, danke. Schon fertig. Was machen wir jetzt mit dem Leder? Es ist fertig. Pellets auch. Wer auch immer gerade meine Holz-Dings gesammelt hat, ist mir bitte. Ja. Okay, wir haben jetzt 6 Leder. Was machen wir aus dem Leder? Nimmst du das mit den Pelz? Also Pelz? Also den auch nehmen? Wir können ein Storage Upgrade machen. Lederbolzen. Leeres Upgrade. Lederfaden. Ledersattel. Lederrüstung. Eine Schlafmatratze können wir bauen. Und das Tipi. Wir beginnen das mit dem Pelz. Dann bauen wir mal das Tipi, oder? Ich weiß nicht, ich bin dumm. Machen wir mal das Tipi. YMCA. Da war aber kein Indianer dabei, glaube ich. Och. Tada! Stell's mal in den Garten. Geht nicht. Ja. Das ist 7 hoch, also. Hinter die 7 hoch! 6 oder 7, ja. Das braucht ein bisschen Platz. Vielleicht auch breit oder? Nein, das ist 3 oder, ich glaube, 3x3 breit. Oh. Im schlimmsten Fall brauchst du 4x4. Ja, 3x3. Stell's und noch ein bisschen ewig hoch. Ja, so, dass man. Hose. Ah, komm. Mavia, Hose. Gefällig. Spawnpunkt. Ja. Okay. Kannst du jetzt einen Spawnpunkt im Tipi setzen? Kannst du dann zumindest die Nacht überschlafen. You can only sleep at night. Wie habt ihr das noch eben? Muss ich das wieder mit leerer Hand anklicken, oder? Ah, jetzt. Mittelpunkt. Jetzt noch ein bisschen nach rechts. Stell's hin, wo er wollt, ich kümmere mich um das Lieder. Creeper. Boom. Also, ich höre es jetzt schon Boom machen. Ups. Meine hellseherischen Fähigkeiten sind mal wieder gigantisch. Varuna. Hast uns wenigstens was Wichtiges weggesprengt. Nichts. Ist doch aus. Ach stimmt, hast ja auch. Na. Gott sei Dank. Warum kann man das. Ach, das braucht mehr Platz. Stimmt, das hat Varuna uns ja geschrieben gehabt. Letztens hat es ausgeschaltet. Ja. Ja, jetzt wissen wir auch warum. Ich sag nur beim ersten Mal unser halbes Haus weg.
Als nächstes machst du aus dem Leder bitte die Lead-Leine. Danach können wir dann anfangen, mal ein paar pferdebetriebene Maschinchen zu bauen. Ja, gut, das versuche ich mir mal, versuche ich uns mal zu machen, aber wie weit wir da heute noch kommen, ist fragwürdig. Habe ich den jetzt schon wieder mitgenommen? Diese blöden Schränke. Okay, wir haben jetzt eine Trocknungshütte. Ihr habt das Resin mitgenommen eben. Wo ist das? Ah, das ist wieder da. Ich hab nichts. Dann kommen noch Wasserbeutel. Haben wir noch Wasserfässer? Außen stehen noch zwei, ja. Du kannst sie auch aufnehmen und zum Fluss tragen, wieder auffüllen. Am Stück? Cool. Ja. Frisst ihr denn das auch das Wasser weg, oder? Hä? So, jetzt steht das Tipi mal ein bisschen schöner. Irgendwie. Ich kann es ins Wasser platzieren, aber. Das ist ein Container. Du musst da mit einem Eimer, mit einem Gefäß Wasser rein. Ah, ups. Oder es wird durch Regen gefüllt. Das kann sein. Man weiß okay, nicht. Das mit dem Container habe ich verkackt. Ich habe es einfach so versucht mit dem Fass ins Wasser und gehofft, es wird voll. Was habt ihr hier gemacht? Schlimme Dinge. Wo habt ihr das ganze Leder her? Hey, wir hatten eine Menge Felle. Die haben wir alle. Du hast mir doch die Kuhdinger gegeben. Ich habe doch gesagt, aus einer Kuhhaut kamen 4 Leder. So die habe ich alle weiterverarbeitet. Viele. Was ist denn bei dir los? Du bist auch gerade plötzlich mit Eis gewesen. Vielleicht wahrscheinlich hat Shadow irgendwo ein Totem hingesetzt. Warte, ich komme aus dem Wasser. Sollte er diese Folge sehen und sollte es wahr sein, dass er hier irgendwas hingesetzt haben hat, dann entferne es. Und zwar immer noch? Ah, seid ihr weg. Immer noch? Nein? Diesmal nicht. Dann kann ich das nicht reproduzieren. Ah, da sieht man, wie das Leder durchtrocknet. Ui, jup, jup, und fertig. Hä, wie baut man das die Feuerstelle ab? So, jetzt kommt das Leder hier nochmal drauf. Och, jetzt hast du schon wieder mein Rezept runtergenommen. Gerade jetzt, wo ich es craften wollte. Nur Resin draufgelegen, das war's. Außerdem brauche ich auch hier eine Stelle zum Craften. Passiert 3 Stellen. Nimm dir eine. Ich habe 2 benutzt, 3. Die in der Mitte. Links, die war nie benutzt. Gibt's ein... Ah, ich kann nicht Shift links klicken, ich kann jetzt Shift rechts klicken. Ich kriege nicht alles gleichzeitig auf dieses Ding, das ist so nervig. Was kannst du denn überhaupt? Sag mal an. Im Gegensatz zu dir, den Weg nach Hause finden. Nicht sterben bei Monstern und nicht cheaten, um meine Sachen zu finden. Soll ich die Liste fortführen oder nicht? Sachen zu finden habe ich nicht gecheatet, die musste ich so finden. Aber du wolltest unbedingt die Aufnahme beenden. Und da wir nur einen Cut gemacht haben, musste ich ja irgendwie schnell wieder dahin. Ja, wie weit sind wir jetzt? Oh, wir sind auch schon wieder am Ende fast. Stimmt. Dann kann ich die jetzt hier aufhängen und demnächst für die nächste Folge mache ich uns einfach noch ein bisschen mehr Leder. Damit wir dann aus dem Leder... Was wolltest du? Lederstrips oder so haben? Eine Lead. Lead. Eine Leine. Damit wir die Pferdchen einsammeln können. Stage Zero. Und ja, vielleicht kann ich noch ein bisschen was bauen. Ich finde keine Lederleine. LEAD. Also Blei. Ah, die brauchen Leather Cordage. Und die brauchen Leather Stripes. Okay. Das kriegen wir hin. Das werden wir wahrscheinlich außerhalb der Aufnahme machen, weil das ist jetzt nicht sonderlich schwer. This is getting strenuous. Ja, und dann sind wir für heute durch, oder? Ja, würde ich auch sagen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter. Und News und Infos gibt's bei Twitter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn irgendwas ist, meldet euch bei uns. Wir sind erreichbar.
Bis dahin, vielen Dank. Jo. Ciao, Leute. Bye.